Unser Projekt heißt, was der BND kann, können wir natürlich auch, weil wir sind der Meinung, dass wir Personen im sozialen Netz leben auch wissen, was wir auch da so posten. Dass man zumindest seine eigenen Daten, die man im Internet gepostet hat, auch wiederfinden kann. Wie der BND eigentlich das auch kann, nur er kann halt mehr, was wir nicht können. Das Problem ist, dass die meisten nicht wissen, wie viele Daten sie eigentlich im Internet posten. Wie zum Beispiel wichtige Status-Updates wie, ich gehe auf Klo, ich bin auf Klo, ich war auf Klo, Bilder und Standort, hoffentlich nicht vom Klo. Also haben wir die APIs von verschiedenen sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter oder Instagram auf einer Webseite vereinigt, damit man so schneller zugreifen kann. So, dazu jetzt etwas zum Programm. Ja, also ich erkläre euch heute das Programm, den PHP-Code, den wir geschrieben haben hier. Im Moment funktioniert die Website noch nicht komplett, weil verschiedene Facebook-APIs uns nicht so mögen. Also fangen wir mal an. Hier haben wir die kompletten Dateien, die wir benutzt haben, um Verbindungen zu den verschiedenen Facebook- oder verschiedenen sozialen Netzwerken aufzubauen. Zum Beispiel Facebook, Instagram, Twitter, Google+, all die großen sozialen Netzwerke. Diese APIs fragen eure Statusinformationen ab, um zum Beispiel die letzten Tweets, wann die gepostet wurden, wie lang die Zeichen sind, wie viele Likes dieser Post hat. Und diese werden auf dieser Website vereinigt in einem Diagramm dargestellt. Und wir sind im Moment auch am Implementieren, dass die kompletten Geolocations von den Status-Updates in der Karte angezeigt werden. Ja, und jetzt als nächstes erklären wir euch die Updates. Grundsätzlich ist es ja so, dass alle Posts irgendwie eine Geoinformation haben. Und die kann man nicht so einfach herausfinden. Aber durch verschiedene APIs, die leider sehr schwierig zu bedienen sind, könnte man die herausfinden, wie es auch der BND kann, und die dann unter anderem auch in einer Karte darstellen, wie zum Beispiel dieser. Und da diese Karte auch sehr schwierig zu bedienen ist, hat auch jemand anderes eine einfachere Website programmiert für einfachere Computer oder für andere Dienste. Also das hier ist jetzt ein Login-Bereich für schwachere Rechner, die also jetzt nicht so eine gigantische Grafikleistung haben, wo man sich dann mit seinem Facebook, Instagram und Twitter-Account einloggt, sodass man nur sich selber irgendwie beobachten kann und nur über sich selber weiß, was man macht und jetzt nicht irgendwen Fremden ausspionieren kann. Und was ich daran besonders toll finde, also ich habe diese Seite erstellt und vor Jugendhackt, also konnte ich noch gar nicht mit CSS umgehen, wo drin das alles geschrieben ist. Und das finde ich besonders beeindruckend an Jugendhackt, dass man das einfach innerhalb von einem Tag so weit lernen kann. Sehr schön, vielen Dank.